Wir sind zurück aus der Länderspielpause. Ich hoffe, ihr habt es euch gut gehen lassen. Mit gesammelten Kräften geht es heute nach Magdeburg. Ein hitziges und vor allem spannendes Ostderby steht vor der Tür. Das kann man jetzt schon sagen. Das 65. Aufeinandertreffen, wenn man die DDR-Oberligaspiele dazu zählt. Und wer kommt denn da genau ins Video, ey? Nein, Alter. Es ist viel passiert in den letzten zwei Wochen bei unserem FC Hansa, aber dazu kommen wir gleich noch. Und es könnte nicht wichtiger sein, als heute hier zu gewinnen, denn für beide Mannschaften geht es um viel. Wenn wir gewinnen sollten, dann überholen wir Magdeburg und ziehen sie direkt mitten rein in den Abstiegskampf. Wenn Magdeburg allerdings gewinnt, dann können sie sich sehr, sehr viel Luft verschaffen. Eieiei, ja, stürmische Tage bei uns. Jetzt geht es erstmal zum Bäcker, ein bisschen was... Boah, Junge! Für beide Mannschaften am letzten Spieltag war es weniger erfolgreich. Wir haben 2-5 auf den Sack bekommen. Die logische Konsequenz, neuer Trainer. Und ja, Magdeburg, obwohl sie in der Rückrunde sehr, sehr stabil auftreten, haben zuletzt 0-3 in Fürth verloren. Also schön was essen. Boah, der gönnt sich einen Fruchtsaft. Köstlichkeiten. Aber welche werde ich mir gönnen? Franzbrötchen am Morgen sieht gar nicht so schlecht aus. Wenn das so schmeckt, wie es aussieht, kann das nur gut werden. Mhm, mh. Oh, das ist ein gutes Ding. Ein gutes Franzbrötchen, 8. Käsekürbis. Der gesunde. 11 Meter, 90. Minute, wir mittendrin bei den Magdeburgern. Wir überlegen schon, wie wir jubeln. Am besten leise und mit Bedacht. Aber Leute, ihr wisst es, wir können uns benehmen. Ja. Ich sag, Bierdusche kommt heute safe. Ich habe auch gedacht, von hinten kriegen wir locker so ein Bierchen, 1, 2 oder sowas. Nein, ich glaube, die Magdeburger sind korrekt. Also heute, Leute, ein bisschen ruhiger wahrscheinlich. Auf dem Weg nach Magdeburg. In den letzten 8 Spielen der Rückrunde haben wir nur 4 mickrige Punkte geholt. Das ist zu wenig. Dementsprechend mussten wir uns trennen. Ja, er hatte keinen leichten Stand bei uns und vielen anderen Hansa-Fans. Das muss man ja sagen, hat ihm vielleicht nicht gut getan. Am Ende hätte man natürlich oder hätte jeder den Erfolg ihm gewünscht mit der Mannschaft, weil wer steht freiwillig da jetzt unten drin? Wir wurden durchgereicht von Platz 9 auf Platz 17. Wie sagt man, vielleicht war es jetzt ein Ende mit Schrecken, bevor es ein Schrecken ohne Ende geworden wäre. Deswegen hat man jetzt hier den neuen Trainer geholt. Alois. Wie wird denn der genannt? Könnt ihr auch mal reinschreiben. Ja, schon der dritte Trainer in dieser Saison. Also die Trainerflut nimmt hoffentlich langsam ein Ende wieder. Nicht so wie in der Vergangenheit. Wir hatten endlich mal wieder Kontinuität in der Mannschaft mit Hertel 4 Jahre lang. Und jetzt kommt ein Trainer nach dem anderen. Also da muss jetzt ein Schlussstrich langsam wieder gezogen werden und Ruhe einkehren. Ja, aber Schwarz ist ja auch nur bis zum Saisonende erstmal da. Aber ich weiß nicht, ob man ihm vielleicht dann als Motivation dann irgendwie bei Klassenerhalt noch einen Vertrag anbietet, weil der denkt sich auch, ja, wow, ich ziehe den Karren aus dem Dreck und dann bin ich wieder weg. Also keine Ahnung. Ja, der Feuerwehrmann-Effekt. Es hat nicht sein sollen mit Glöckner, trotzdem wünschen wir ihm alles Gute. Am Ende hat er ja auch in der Winterpause nicht seine Spieler bekommen, beziehungsweise gar keinen Neuzugang. Da muss ich vielleicht auch eine andere Position noch in Frage stellen, aber jetzt muss es unser Feuerwehrmann Alois machen. Kleinen Rast machen, Hansa-Zone. Da auch. 9 Spiele sind es noch, es ist noch nichts verloren. Wir spielen noch gegen alle Teams, die unten drin stehen und heute beginnt es. Alois steht für Defensivfußball. Wir glauben dran, wird wahrscheinlich ja, so ähnlich wie Hertel-Style sein. Ein bisschen. Lange Bälle, null halten. Die Defensive muss stehen, solange wir keine 5 Gegentore kriegen. Und dann ist alles gut. Die Leidenschaft soll zurückkehren. Ja, das ist das, was wir auch sehen wollen. Wieder ein bisschen mehr Kampf, Einsatz. Die Jungs hatten jetzt eine Länderspielpause Zeit, ein bisschen den Kopf frei zu kriegen. Ich bin so eine Pushy. Eine Pushy, alles klar. Ja, am Ende der Saison wird abgerechnet. Genau.
Magdeburg. Da werden die Fahnen schon rausgeholt. Ich glaube, offizielle Kneipe. Wir wollen noch ein Bierchen eigentlich. Ein Bierchen in The Fan. Angekommen in Magdeburg. Da hinten kann man schon sehen, was ist da. Wir werden da hingehen. Keiner weiß es. Hier ist auch was. Magdeburg-Aufkleber. Die sind überall. Muss man sagen, also wenn du nach Magdeburg fährst, direkt weißt du, dass du auch in Magdeburg bist, im Magdeburgland, mit den ganzen Graffitis. Architektonisches Meisterwerk, die grüne Zitadelle, die aber eigentlich pink ist. Verbindet Natur und Mensch. Schön in der Innenstadt, erster Eindruck, schick. Da wohnen ja sogar Leute drin. Vielleicht klingeln wir mal und gehen da rein. Oh. Können wir mal vorbeischauen? Wie sieht das da so drin aus? Sollen wir mal die Toilette benutzen? Aber ich würde schon sagen, wenn du hier wohnst, da musst du ein bisschen was hinlegen. Mietpreise, wer weiß es, in die Kommentare. Also das ist wie bei Oma, die Wände. Noch beim Dom in Magdeburg gibt es auch mal erfreuliche Nachrichten bei unserem F-Fernseher. Schau mal die Kamera. Oh, das sieht auch schön aus. Ja, wir wollten gerade sagen, positive Nachrichten gibt es auch bei Hansa zu verkünden. Und zwar, Markus Kolke hat verlängert für 3 weitere Jahre Liga unabhängig. Egal, ob wir in der zweiten bleiben, und wir werden in der zweiten Liga bleiben. Leute, auf jeden Fall. Ich glaube noch dran. Auf jeden Fall richtiges Zeichen in dieser Zeit von Markus Kolke, dass er den Vertrag verlängert. Oder? Ja, sehe ich auch so. Also können sie vielleicht noch ein paar Spieler da eine Scheibe abschneiden. Ja. Das sind ja, glaube ich, noch ein paar Verträge, die auslaufen. Und wenn man schon zu Markus Kolke gekommen ist, kann man ja auch mal Magdeburg erwähnen. Da hat Artig verlängert. Das ist ja auch, denke ich, so ein Spieler, Schlüsselspieler, der da ein bisschen für Wirbel sorgt. Die ganze Pracht nochmal von vorne. Der geht da so hin und der. Was sucht der? Ich habe ihn euch wieder eingepackt. Ja. Das ist der Herr Immermann. Der ist immer mal für was gut. Da wurde er sogar noch gekrönt und das Schwert überreicht. Seine Liebste. Was mich schon interessiert, wie war das früher? 1796, die Leute. Also das interessiert mich schon ein bisschen. Geschichte und so weiter. Waren wir eigentlich auch immer gut im Unterricht? Wir sind auf dem Weg zum Curryladen. Grüße gehen raus an diejenigen, die uns das empfohlen haben. Gucken mal, ob da ein paar Magdeburger rumlaufen und wie die Currywurst so schmeckt. Man hat ja auch Gemeinsamkeiten, was vielleicht noch nicht so angestoßen wurde, mit einem gewissen Jens Hertel. Ne? Ach ja, der Hertel. Und dann alle so, Mann, jetzt lass doch mal den Hertel jetzt. Geschichte ist Geschichte, Vergangenheit ist passiert. Aber Hertel, warum, Mann, warum? Hertel, Aufstiegscoach von Magdeburg und Hansa. Da ist das gute Stück. Curry 54, kommt mir bekannt vor. Das wollen wir sehen. Hier, La Bombe. Ich stehe auch scharf, muss ich sagen. Mega Def. Da fliegt hier fast der Schädel weg. Auf Aloe. Den Sekt zieht er sich rein. So, Alvin, mach den Tester. Oh, Geschmack gut. Schärfe fehlt. Mega Def. Davon soll mir der Schädel platzen. Das werden wir sehen. Schön mit Soße. Schon eine gute, aber scharf. Ich merke gar nichts. Also ich glaube, wir hätten noch eine Stufe, noch 2-3 höher gehen können. Egal, beim nächsten Mal in Magdeburg, hoffentlich nächste Saison wieder. Also ich würde hier eine stabile 7,5 geben von 10. Schmeckt sehr, sehr gut, vor allem auch die Pommes. Aber es ist lustig mit dem Prosecco im Angebot. Finde ich lustig. Stimmt, lustig. Das gab es dazu, ne? 6 Euro mit Prosecco, 9 Euro, glaube ich. 7,5 gebe ich auch. Ich bin so auf die Ausstellung gespannt, wie Alois aufstellt, welche Jungs am Ende, ja, von Beginn an ran dürfen und sich den Arsch aufreißen, hoffentlich. Ich persönlich habe ein sehr gutes Gefühl. Du auch? Kein schlechtes auf jeden Fall. Er ist ein erfahrener Zweitligatrainer, ne? Ruhig gelassen, der bringt ein bisschen Ruhe rein. Zum anderen ist auch Frühling, die Jahreszeit ändert sich, so ändert alles, blüht auf. Jetzt blüht auch endlich Hansa Rostock auf. Ich sag ganz ehrlich, Alois, wenn du es schaffst, aus den letzten 9 Spielen 9 Siege zu holen, kommt dein Name auf meine linke Arschbacke. Ich sag, wie es ist. Ich krieg Alvin auch noch dazu. Hey, ich hab damit gar nichts zu tun, aber okay. 9 Spiele, 9 Siege. Und Alois wird verewigt. Aber das O theoretisch als Hansa-Wappen. Das O muss als Hansa-Wappen gemacht werden. Theoretisch könnte man ja auch ein AL auf der linken Seite und ein IS auf der rechten Seite machen. Das würde ja passen. Ja, das O ist doch in der Mitte. Ah ja. Scheiße.
an der schönen Elbe einmal kurz rum. Ja, Magdeburg hat schon was. Müssen wir jetzt 45 Minuten vor Anpfiff ein bisschen für Klarheit schaffen. Wir auf Platz 17 müssen jetzt wirklich mal 3 Punkte einfahren. Magdeburg auf Platz 13 mit 28 Punkten. Mit einem Sieg könnte man wieder vorbeiziehen, glaube ich sogar. Ey, ich bin die drin. Die Parkplatzsituation. Ich bin drin, oder? Auf dem Weg. 20 Minuten. 20 Minuten, das ja, wird sportlich. Hier wird auch sehr professionell und erfolgreich Handball gespielt. Deutscher Meister geworden 2022. Ja, aber das tut jetzt nichts zur Sache, denn der Dennis hat Geburtstag. Dennis, alles Gute, Junge. Heute musst du uns Glück bringen zum Geburtstag. Alles Gute für die Gesundheit. Alles Gute, Denno. Für die Familie. Genau, und für den Klassenerhalt. Vorm Stadion, ganz bedeutende Person, Heinz Krügel, muss man hier einfach nochmal wertschätzen. Der beste Trainer in der Magdeburger Karriere. 1974 als einziges Ostteam mit Magdeburg den Eurocup gewonnen, der Pokalsieger. Ja, und zu Ehren hier natürlich seine Statue. Jetzt fehlt da nur noch der Jens Hertel. Wo ist Hertel, Freunde? Nein. So, wir haben nur noch 10 Minuten, also dürfen wir gar nicht mehr viel sagen. Das ist der beste Trainer Magdeburger Zeit. Da wird sogar abgeklopft. So muss das sein. Und jetzt würde ich sagen, ab ins Stadion. Geschafft. Sind wir. Da kann man das Ganze auch nochmal sehen, gegen AC Mailand im Finale 2:0 gewonnen. Perfekt zur Hymne. Wir sind drin, 5 Minuten vor Anpfiff. Hansa-Fans natürlich auch vollzählig. Ey, komm, Ostklassiker, los geht's. Ausstellung bei Hansa, wie erwartet, defensiv. Dreierkette, / Fünferkette. Malone, Rossi, Dressel. Und links wahrscheinlich Nico, rechts Schumi, Dressel. Fröde auf der 6, vorne drin Pröger, Verhug und Fröhling. Fröhling auch mal von Beginn an, bin ich sehr gespannt. Bei Magdeburg natürlich auch schwierige Ausfälle, keine richtige Spitze, aber... Ja, sag ich mal, der beste Spieler ist drin. Artig, Kondé ist auch sehr, sehr gut. Elhan Kouri kam, glaube ich, von Feyenoord Rotterdam. Arjen Robben hat er gespielt. Mit Arjen Robben, den soll er gut kennen. Lawrence, Bayern 2, das ist schon eine starke Truppe. Da kommen sie. Sehr, sehr gut. Und das Spiel geht los. Also, ich bin gespannt, wer am Ende die Nase vorne hat. Für beide geht es um viel und wie wir rumschreien können. Also, Leute, nicht übel nehmen. Hoffentlich verständlich. Einfach nur Fußball gucken und einen Sieg sehen. Auswärtssieg natürlich. Oh, Magdeburg Choreo. Mit Magdeburger Bierchen. Die ganze Startelf drauf. Er ist ja der Bechersammler. Prost, ne? Prost, ne? Er trinkt einfach vorher. Prost, Prost, Prost auf ein geiles Spiel. Ich hab nicht getrunken. Auswärtsig, ich auch nicht. Ich auch nicht. Mild, aber ich gebe eine 7. Ist das nicht der Frühling? Frühling. Oh ja, oh ja. Aber schon mal richtig guter Anfang. Thanks.
Richtig. Ja, Stimmung ist schon gut, muss ich sagen. Kann man ja auch mal zugeben. Aber solange kein Tor fällt. Aber das war das erwartete Spiel, weißt du? Wir müssen uns erstmal rantasten und sicher stehen. Ja, ja, und sicher stehen. Oh nein, nein, nein. Das ist das Spiel von Tietz. Ballbesitz. Scheiße. Ey, wenn der den richtig getroffen hätte, dann gute Nacht. Hexenkessel. Irgendwie schon, ja. 20 Minuten gespielt. Man sieht die langen Bälle von Alois. Boah, die kommen da aber auch einfach durch. Ey. Dafür ist er da. Oh nee. Ja, der läuft durch. War schon abseits, glaube ich. Hey, Junge, Junge. 25. Minute. Bisher muss man sagen, ein Glück steht von 0-0. Hey. 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 Gelb für Hans, ne? Ich habe da nichts gesehen, ehrlich gesagt. Bisher muss ich sagen, gar nichts. Bisher ist das leider wieder gar nichts. Der Junge hat ihn rausgeschlagen. Ja, und dann abgefälscht, oder nicht? Und da sind wir mal wieder ein zu hinten. Das hast du gesehen, komplett gebunkert und irgendwann rutscht dann einer rein. Ne? So viele Chancen, irgendeiner geht ins Tor. Ja, Angsthasenfußball, mal wieder von uns, es hat sich doch nichts gebessert bisher. Ah, ich weiß auch nicht. Danke. Viel zu harmlos. Hey, stark nachgesetzt. Weiter, weiter. Ey, wir waren so gut drauf. Und jetzt wieder so. Tut uns das doch nicht an. Bitte, Schuss. Da geht ja gar nichts. Ja, 40 Minuten und wir haben noch nicht einen normalen Angriff wieder gesehen hier bei uns. Langer Ball, komm, langer Ball. Die langen Bälle. So, Halbzeit. Ich bin echt leider wieder irgendwie negativ gestimmt. Vor allem bei so einem Spiel ist das leider wieder echt schlecht. Kein Offensivspiel, nur lange Bälle. Das war die erste Halbzeit. Magdeburg verdient in Führung. Aber sehr verdient. Mir fehlen die Worte bisher wieder. Gute Stimmung, sehr gute Stimmung. Also richtiger Hexenkessel hier. Ja. Grüße auch hier an den Magdeburger. Eben hier einer, der kam vorbei. Sehr korrekter Junge. Ist auch bestimmt nicht das einfachste Spiel für den neuen Trainer zum ersten Spiel. Ja. Das ist alles nicht einfach aktuell. Ein bisschen mutiger jetzt in die zweite Hälfte gehen. So. Dann wollen wir mal rein. Zweite Hälfte geht los. Johnny's Moment. Johnny's Moment. Oh, der ist... Ei. Er ist durch, ey. Au, Kolke. Du Maschine. Das wär's gewesen. Gesehen. Was? Ja, geil.
war's. 60. Minute, rote Karte, ein Mann weniger. Also, es könnte nicht beschissener laufen. So wie mein Bruder da gerade sitzt. Ja, das ist Sinnbild des Spiels und des Verlaufes des Spiels. Einfach nur schade, schade einfach alles. Abpfeifen können wir das. Abpfeifen. Acht Spiele, acht Siege. Ich hab's im Blut. Ey, Leute, Mann, das bockt nicht mehr. Ey, was soll der Scheiß? Keine Ahnung, Mann. Was soll ich sagen, ey? 62. Minute. Und das Ding ist durch. Wir können nach Hause. Sumi. Ja. Ja. Oh. August. Elber. Hab ich gesehen, Mann. Gib uns doch mal einen Elber. Ja, spielen jetzt außen. Genau, genau. Krüger. Und Tor. Oh, ja, ey. Das macht ihr? Ey, lass mal noch so. Aber es fällt auch keiner rein. Es fällt keiner rein, Mann. Das ist doch nicht normal. Und Kiel liegt auch wieder 3-1 hinten, Mann. Trauerspiel ist das. Eine Frechheit, was hier wieder angeboten wird. Man hat sich so gefreut, Länderspielpause. Mal wieder ein bisschen durchatmen. Und was passiert? Es geht genau so weiter. Ja, identisch. Das ist genau das Identische, als Magdeburg Hertha entlassen hat. Abgestiegen. Ich will es nicht in den Mund nehmen. Wir haben Hertha auch entlassen. Und was darauf folgt, werden wir in den nächsten 8 Spielen sehen. Aber es ist alles einfach nur traurig. Könnte einer der größten Fehler gewesen sein. Ja, selbst der Ball kullert nicht ins Tor. Leute, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Ich weiß es nicht. Die spielen sich hier durch. Und 4-0. Auch fast. Spiel rüber! Achso, ich bin zu laut, ne? Ups. Oh. Genauso wie wir, einfach die Schnauze voll. Ja, was soll man auch sagen? Jeder, der hier hinfährt, einfach nur noch schade. Einfach nur noch schade, dass man sowas ertragen muss. Das war's, pünktlich abgewürfen. Ein Glück, 3-0. Ja, gegen Düsseldorf haben wir nur 5 bekommen. Ist das schlecht, Alter? Wie soll das nur weitergehen? Das frage ich mich. Könnt ihr mir das beantworten? Heute muss hin und reden. Kolke, nehm den Herz. Fotoni, Grüße gehen raus mit Kolke. Ist noch ein Bild von uns aus. Oh. Ja, Toni, wo ist unser Foto? Alles kacke gerade, Mann. Alles kacke. Ja, der Frust ist verständlich. Also, wenn es nächste Woche nicht besser wird zu Hause, sehe ich auch keine Hoffnung mehr. Aber wo sollen die Tore her? Wo soll die offensive Kraft her? Aber man wollte ja im Winter nicht nachlegen. Man ist hier gut aufgestellt vorne. Artig wird noch interviewt. Einer der Besseren heute wieder. Glückwunsch an Magdeburg, verdienter Sieg für jeden Gegner bisher in den letzten Wochen. Unser Motto, einfach nur noch schnell wieder zurück nach Hause. Er ist sauer. Jetzt fahr weg, schnell, fahr weg. Wolltest du losfahren oder was? Hier in der Stadt lassen. Aus dem Trauerspiel wollen wir noch einen Witz rausholen. Wir wissen echt nicht mehr, was man dazu noch sagen soll. Da kommt er. Ja, was gibt's da noch groß zu sagen zu diesem Spiel?
3-0 war jetzt nicht so, was ich erwartet habe. Vor allem mit dem Trainerwechsel. Dritter Trainer in dieser Saison. Statt einen Offensivspieler oder sowas zu holen, wurden lieber zwei Trainer verpflichtet. Was soll man dazu sagen? Also spielerisch hat man jetzt keine Verbesserung gesehen. Abwarten, 8 Spiele sind es noch. Nächste Woche im Ostseestadion. Aber ich sage euch ganz ehrlich, dieser Auftritt, wenn das so weitergeht, aktuell Stand jetzt, so steigt man ab. Ganz ehrlich. Wow. Aber gegen die wichtigen Gegner ist noch. Ja, die wichtigen Gegner kommen noch, aber ich meine, Magdeburg war ja auch ein Abstiegskonkurrent, sage ich mal. Glückwunsch dazu natürlich erstmal zum Sieg und vielen, vielen Dank für die Karten. Mega korrekt, ne? Alles Gute für euch weiterhin. Ja, ob es noch eine nächste Saison gegen Magdeburg gibt, wird man sehen. Aber sprachlos bisher wirklich, was das heute war. Mit gesenkten Köpfen geht's wieder Richtung nach Hause und in die nächste Woche einfach besser machen nächste Woche. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Man hofft jede Woche aufs Neue, dass es besser wird. Mal wieder absolute Enttäuschung für jeden, der mitgefahren ist, mitgereist ist. So viele Fans, die sich den Arsch aufreißen und bei der Mannschaft bisher leider eher nicht der Fall. Aber gut, man muss ja irgendwie nach vorne blicken. Gegen Kiel geht's nächste Woche dann ran und ja, bleibt stabil. Wir können nichts mehr sagen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.